Gut, Level 5. Das Siebenwurzelfeld. Oh mein Gott. Siebenwurzfeld stand da. Egal. Ach, die Musik ist so geil. Ey, ich finde die Musik des Spiels so gottlike. Aber es, wie gesagt, es wird schwieriger. Oh, das, ich muss da durch. Komm. So. Spinni, Spinni, geh weg. So, unten ist ein Stern, den hätte ich gern. So. Das Blatt nehme ich aber auch gern mit. So, das sind eklige Räume, ganz ehrlich. So. Da oben sind immer Geheimgänge, passt auf. Wenn man irgendwie hochkommen soll, wie kommt man da nochmal hoch? Bin mir ziemlich sicher, dass da oben Geheimgänge waren. Ach so, man kann die Dinger mitnehmen, kann sie sich hinstellen, wo man will. Auch wie bei Mario. Und dann sind ja oben Geheimgänge. Fuck yeah, ist das cool oder ist das cool, hä? So, das Sprungbrett ist wieder an seiner Stelle. Schön. Wupp. So, den Wassertropfen auch ausweichen, weil die tun uns auch weh. So. Eieiei. Nein, ich hab Respekt vor der Scheiße hier, ganz ehrlich. Ich hab Respekt vor dem Kram. So. Spinni, geh weg. Muss auch immer die Zeit im Auge behalten. Aber das hier ist auch eine fiese Stelle. Tropfen und Blatt in derselben Dingensbummens. Und das hier ist auch ein Geheimlevel. Ja, man möchte meinen, hier geht man kaputt, aber nein, das ist auch ein Geheimlevel. Und fragt mich nicht, warum ich das über die ganzen Jahre hinweg noch weiß. So, und hoch geht's. Boah, ich glaube, ich lade mir den Soundtrack runter von dem scheiß Spiel hier. Ich finde den Soundtrack so geil. So, ja, weil einer natürlich nicht reicht, gleich zwei. So. Und geschafft. Yippie! Wie viele Sterne? 4 Sterne, das könnte das gar bedeuten, dass wir mal wieder ein Bonuslevel bekommen, hä? Natürlich nicht. Wann bekommt man ein Bonuslevel, wenn man alle Sterne hat oder wenn man alle Blätter hat? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder geht's auf die Zeit und so? Naja, was soll's. So, dieses Level hier ist ganz schön fies. Denn wir müssen einen Berg erklingen. Erklingen? Erklimmen? Und die Sache ist halt die, wenn man ganz oben ist und so blöd ist wie ich, und ich bin so blöd, und dann wieder runterfällt, ganz nach unten, dann heißt es den ganzen Weg nochmal nach oben laufen, und das ist ganz schön blöd. So. Da ist natürlich wieder aber kein Bonuslevel. Oh, vorbeigesprungen. So, wir müssen da rüber. Wir müssen da hoch. Wow. So, die Bienen sind echt. Die sind schlimme Gegner. Ganz ehrlich, ich hasse die. Ich hasse die, weil die sind echt nervend, finde ich. So. Scheiß auf die Blätter. Ich, wow, will da hoch. So, Abschnitt 2 des Levels. Ich renne in einen Stein. Ich hält. So, irgendwo gab es doch hier bestimmt noch Bonus-Level. Irgendwo gibt es da noch Bonus-Dinger. So, wir müssen mal ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht an jeden Stein oder Biene dran dodge. Das wäre uncool. So, mal mitnehmen. Da hinten ist ein Bonus-Level. Wow. Und ein Leben. Okay, das war peinlich. Und wieder in den gleichen Stein gerannt. Da war ein Leben und ich bin in den Tod gesprungen. Ich bin ja so ein Schienes. You know what I mean? I'm a fucking Schienes. So. Machen wir aber nochmal. Es wäre doch gelacht, wenn ich mich hier unterkriegen lassen würde. So. Geht doch. Die Musik, ich finde die Musik so geil. Ich finde viele Musik geil. Ich merke das gerade. Aber die alten Melodien sind alle so schön. So. Act Number 6 bestanden. Schön. I like this.
Level 7, Reise mit dem Storch. Ja, das ist weiteres besagtes Minispiel. Aber dieses ist auch cool, denn... wie war das nochmal? Man kann die kaputt machen, wenn man B drückt. Dann senkt er seinen Schnabel und pickt. Oder man kommt an solche Riesengegner und versagt einfach mal gnadenlos. So. Und Peng. Und Schnapp. Ah, man muss natürlich auch treffen. Das ist Voraussetzung bei der ganzen Aktion. Okay. Und die hier, die machen Boom, die Wolken ab und zu mal. Und das ist nicht cool. Weil dann nimmt man Schaden und so. Ja. Ihr seht schon. Das ist alles nicht so einfach. Und jetzt stellt euch das ganze Spiel mal auf schwer vor, ja. Weil das Spiel kann man ja auch auf schwer stellen. Dann gibt es mehr Gegner. Und mehr, ja, mehr Schwierigkeiten. Ich finde es auf leicht schon recht anspruchsvoll. Deswegen spiele ich es auch auf leicht. Und wir haben schon wieder bloß eine Energie. Das ist ja super. Ah, aber wir haben es geschafft. Oh, sehr schön. Sehr schön, das macht mich glücklich. Und diesmal haben wir alle 5 Sterne gesammelt. Kriegen wir jetzt ein Bonus-Level. Yay, der Damm. Schnell, Sammlerboni, bevor das Wasser steigt und du ertrinkst. Okay. Zack, zack, zack. Zabidi, zabidi, zap, zap. Und spring. Leben gekriegt. Ja, unten ist reinkommen. Yeah, das war gekonnt. War das alles? Ich habe komplett alles gekriegt, oder? Bin mir nicht sicher. Naja. Level 8. Die alte Goldmine. Wieder, glaube ich, ein Level mit Besonderheit. Genau, weil wir sind in dieser Karre hier drin. Und das ist echt schwer. Das erinnert mich ein bisschen an Diddy Kong. Oder allgemein Donkey Kong Country. Weil da gab es das auch. Mit der Lore. Fahren und aufpassen, wo man hinspringt und so. So. Bloß, dass das hier ein bisschen anspruchsvoller ist, wie ich finde. Wow, weil diese Dinger kommen so schnell. Und wenn man einen Fehler macht, ist man auch tot, wie ihr gerade sehen konntet. Man weiß nie, ob man oben oder unten lang möchte. Oh, das war natürlich auch sehr gut. Hui! Spring! Wow, das ist so... Geschafft! Ich hab's am ersten Mal geschafft. Ey, ich bin ehrlich mal erstaunt, wie gut das läuft. Das ist schön. So. Die Sache funktioniert. Ist doch schön. So, Level 9 im Vulkan. Oh Gott, das ist ein krasses Level. Müssen wir nach oben. Hier steigt die Lava nämlich auch. Und wir müssen schnellstmöglich nach oben. Das heißt, wir lassen alles und jeden Dingens hier liegen und machen einfach schnellstens uns auf den Weg nach oben und scheißen auf so ziemlich alles, was hier ist. So. Nein, geh doch hoch. Verdammt, es geht nicht. Ah, ich muss so lang. Okay. Hoch und hoch und hoch. Schnell, du Schlumpf. Sonst schlumpfst du dich tot. Oh, Leben. Das ist schön. Exit. Rechts. Okay, ich hab einen Exit. Ich hab's geschafft. Auf Anhieb mal wieder. Geil. Kann es sein, dass mir das Spiel früher einfach schwerer vorkam, weil ich klein war und unerfahren und jetzt klappt das komischerweise? Au, Bosskampf. Bosskampf. Wie ging der nochmal? Man musste irgendwie die Geschenke, diese Explosionsgeschenke, ja, vor ihn legen, dass man selbst am besten nicht dabei stirbt. Aber man konnte die mit B kicken. Ah, das ist natürlich gut zu wissen. So. Das ist natürlich gut zu wissen. Weil da können wir die so auf ihn kicken. Oh. Na gut, wir müssen trotzdem aufpassen. Okay. Ich merke. Der hier macht mir ein bisschen Probleme. Bam. Na komm, nimm den Geschenk. Komm ich von hier? Nö. Na toll, wie soll ich jetzt da rüberkommen? Geh aus, du Flamme, los. Verschwinde, I don't like you. Geht die überhaupt weg? Ich hab keine Ahnung, ob die weggeht. Wie soll ich jetzt da rüberkommen? Na, ist ja super.
Ah, jetzt. Das macht's nicht besser. Fail. Nein, wir haben noch 17 Versuche. Ich sollte mal. Ich sag mal so, es sollte funktionieren. Das ist so toll. Ey, das ist echt. Scheiße. So. Nochmal. Das Problem ist, wenn man einmal getroffen wird, ist vorbei. Ah, komm schon. Einmal. Zweimal. Nein! Wow, Glück. Na, geh weg, Feuer. Na, was ist? Ich bin ein roter Schlumpf, ja? Hab mal Respekt vor mir. Sowas gibt's auch nicht alle Tage zu sehen. Ihr kommt da nicht vorbei, verdammt. Geh doch aus. Komm, Feuer. Na, wie soll ich da vorbeikommen? Ich komm da nicht vorbei. Ach, man kann sogar null Energie haben. Guck mal da. Naja, ich wusste gerade nicht, wie ich da vorbeikommen soll. Also von daher. Einmal. Ja gut, einmal und zweimal. Müsste funktionieren, dachte ich zumindest. Och Leute, jetzt habe ich die ganze Zeit so cool gespielt. Und jetzt fail ich hier beim Boss rum. Das gibt's doch nicht. So, Nummer 1. Nummer 2. Nein! Ach, komm schon! Mensch! Ja, nee, ist klar. Ach, komm schon! Ah, Fail Time! Hast du es getroffen oder nicht? Mein Gott, im Himmel, geh doch! Ich finde das gerade saublöd, ganz ehrlich. Das ist blöd. Hier, wir machen erst oben.